Hallo YouTube! Heute soll es um Schildbau gehen. Schilde im LARP haben vor allen Dingen eins zu sein und das ist sicher für den Gegner, der auf der anderen Seite steht. Hörst du mal auf! Schilde im LARP haben vor allen Dingen eins zu sein und das ist sicher für den Gegner, der auf der anderen Seite steht. Der Schild wird also kernlos sein, keine harten Gegenstände enthalten, an denen sich jemand verletzen kann. Und um das ganze Thema dann auch abzuschließen, geht es auch um die Trageweise von Schilden. Wer auf dem Schlachtfeld unterwegs ist, trägt meist Armschienen. Und wer schon mal versucht hat, mit einer solchen Armschiene durch die Schlaufen eines Schildes zu greifen, weiß, dass das eine recht komplexe... Wer schon einmal versucht hat, mit einer solchen Armschiene durch die Schlaufen eines Schildes zu greifen, weiß, dass das recht kompliziert sein kann, vor allen Dingen, wenn man diesen Schild auch mal schnell wieder loswerden muss. Auch hierfür habe ich mir eine Lösung einfallen lassen, die ich euch ebenfalls zeigen werde. Und da diese Bauanleitung nicht die neueste ist, sie ist im Jahre 2011, also vor 6 Jahren entstanden, kann ich bestätigen, dass sich diese Lösung hervorragend bewährt hat. Auch der Schild begleitet mich schon über diese Zeit und zeigt noch keine Auflösungserscheinungen, Schäden oder auch nur Gebrauchsspuren. Es ist also eine wirklich sehr stabile Konstruktion und insofern kann man sie mit gutem Gewissen teilen. Also schauen wir uns doch mal an, was ich vor 6 Jahren so gebaut habe. Als Außenhaut für den Schild habe ich Boden-PVC gewählt. Dieser ist unverrottbar, wasserfest und überall in sehr schönen Holzmaserungen zu bekommen. Dieser wird dann mit der Innenseite nach unten über einen zylindrischen Gegenstand gelegt, um dem Schild damit eine leicht gewölbte Form zu verleihen. Das Innenleben des Schildes besteht aus Teppichfliesen. Diese werden über den Schild gelegt und mit PATTEX dort verklebt. Das Ganze wird so lange wiederholt, bis die Innenseite des Schildes vollständig bedeckt ist. Leichtes Anschlagen mit einem Hammer erhöht hierbei die Festigkeit wesentlich. Es folgt eine zweite Lage Teppichfliesen, die aber schräg zu der ersten Lage aufgebracht werden, damit auf gar keinen Fall Stoß auf Stoß liegt und so eine Schwächung des Schildes an diesem Punkt hervorrufen könnte. Der überstehende Rand der Filzteppichfliesen kann mit einer handelsüblichen Schere abgeschnitten und versäubert werden. Schon jetzt ist der Schild so stabil, dass er steht. Die Außenhaut kam mir aber noch etwas hart vor oder beziehungsweise zu unsicher für meine etwaigen Gegner, also wurde dort noch einmal eine Lage Iso-Matte, handelsübliche, günstige Iso-Matte aufgeklebt, um den Schild außen weicher zu gestalten. Auch hier wieder eine Verklebung mit handelsüblichem PATTEX, weil PATTEX nach der Verklebung weich und elastisch bleibt und keine harten Flächen im Schild dadurch entstehen. Schon jetzt ist der Schild sehr formstabil und kann belastet werden, ohne zu knicken. Von der Seite her ist er um gut 20 cm einzudrücken, ohne dass er bricht. Die Dicke bisher beträgt ungefähr 15 mm. Wenn die Außenhaut aufgetragen ist, werden wir auf ungefähr 20 mm Gesamtdicke kommen. Eine so große Fläche wie die Außenhaut im Sommer zu verkleben, ist eine Herausforderung, weil der Kleber sehr schnell abbindet. Ich habe also die Außenhaut aufgelegt, mit Spannzangen passend befestigt, die erste Hälfte zurückgeschlagen und verklebt. Und nachdem dies geschehen ist, die Spannzangen gelöst und die zweite Hälfte verklebt. Für die Polsterung des Schildrandes habe ich billige Yogamatten zerschnitten. Ich habe lange Streifen hergestellt, die dann um den Schild herumgeklebt wurden. Auch so überdeckend, dass nie Stoß auf Stoß liegt. Insgesamt habe ich das Ganze so lange wiederholt, bis insgesamt 4 Lagen Yogamatten um den Rand herum lagen. Um das Ganze auch optisch ansprechend zu gestalten, habe ich mir billiges Kunstleder besorgt. Dieses wurde zu einem langen Streifen genäht, der Rand einmal umgeklebt und damit nach innen umgebördelt. Dann habe ich mir ungefähr alle 2 cm Einstichlöcher in dem Schild markiert, diese mit einer Ahle durchgestochen und danach wurde dann das Kunstleder über den Rand auf den Schild geklebt. Um die Ränder des Leders zu befestigen, wurde dann der Rand nach innen umgelegt und durch die vorgefertigten Löcher mit einem stabilen Faden mit dem Schild vernäht. Der Schild ist nun so weich, dass er ohne große Kraft vorne 1 cm auf der Frontseite eingedrückt werden kann, am Rand gut 3 cm, bevor man auf den relativ festen Filzkern stößt. Um den Schild bequem tragen und vor allen Dingen auch im Kampf schnell abwerfen zu können, habe ich mir Folgendes ausgedacht. Das gelbe Band ist der Handgriff, das weiße Band formt eine Schlaufe und das grüne Befestigungsband hängt so einfach erstmal lose herunter. Wenn wir den Schild aufnehmen, greifen wir in das gelbe Band. Dann wird das grüne Halteband um den Arm herumgelegt und durch die weiße Schlaufe gezogen. Als letztes ziehen wir das grüne Band stramm nach vorne und greifen es mit der gleichen Hand, die auch schon am Handgriff liegt. Durch leichtes nach vorne Kippen der Hand können wir die Spannung nun erhöhen und wenn der Schild einmal schnell abgeworfen werden muss, lassen wir das grüne Band einfach los. Das grüne Halteband rutscht aus der Schlaufe und wenn wir dann den gelben Handgriff loslassen, fällt der Schild ganz einfach vom Arm ab. Ganz egal, was dort an Armschienen und Panzerung vorhanden ist. Es kann sich nichts irgendwo verhaken, verklemmen oder hängen bleiben. Um diese Aufhängung am Schild zu realisieren, habe ich Schrauben und Holzeinschlagmuttern gewählt. Die Spitzen dieser Einschlagmuttern habe ich mit einer Zange gerade gebogen, sodass sie nun flach aufliegen. Mit Hilfe einer Lochpfeife wurden nun aus Tennisbällen runde Kappen ausgestanzt. Und weiter geht es in der gleichen Lochgröße mit einem alten Bundeswehr-Koppel und mit Resten der Yogamatte. In die Scheiben aus Bundeswehr-Koppel kommt dann noch ein Loch in der Größe der verwendeten Schlossschrauben. Die Schlossschrauben werden nun durch die Bundeswehr-Koppelscheiben gesteckt und mit Yogamatte und den Kappen aus den Tennisbällen überklebt. Mit Hilfe eines Bandschleifers wurden nun Flächen eingeschliffen und nach einer schwarzen Lackierung wirken die Schraubköpfe jetzt wie geschmiedete Eisennägel. Durch Anhalten wird dann festgestellt, wo der Arm später am Schild zu liegen hat und welche Formen und Maße wir für die Halterungen der Schlaufen auf der Rückseite brauchen. Die Halterungen für unsere Trageschlaufen habe ich ebenfalls aus Bundeswehrkoppeln erstellt. Bundeswehrkoppel lässt sich sehr gut mit Cuttermessern schneiden und wenn man es mit einer Heißluftpistole erhitzt und in Form biegt, hält es diese Form nach dem Abkühlen dauerhaft. Nachdem die Halterungen geformt sind, werden sie nun noch entsprechend der Größe unserer Schlossschrauben gelocht. Die Löcher für diese Halterungen habe ich mit einer ganz einfachen Bohrmaschine durch den Schild hindurch gebohrt. Danach wurden von außen die gepolsterten Schrauben eingesteckt und das Ganze auf der Rückseite mit den Einschlagmuttern verschraubt. Und der Schild ist fertig für den Kampfeinsatz. Das soll es von mir zum Thema Schildbau gewesen sein. In der Zwischenzeit habe ich noch einige Schilde gebaut und bin auf die Lösung gestoßen, dass ein Aufbau durch eine Lage PVC, 2 Lagen Iso-Matte und noch eine Lage PVC für LARP-Verhältnisse absolut ausreichend ist. Der Schild wird dann allerdings nur halb so schwer, die Belastung für den Träger verringert sich also sehr stark. Dieser Schild, so wie ich ihn jetzt euch gezeigt habe, ist wirklich für die Ewigkeit gebaut und unkaputtbar. Es sind sogar schon Leute darauf herumgetreten, es ist nichts damit passiert. Ich wünsche euch also eine schöne LARP-Saison und möchte mich auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich für inzwischen 100 Abonnenten bedanken. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Bastelkanal eine derartige Resonanz hervorruft. Und ich werde auf jeden Fall weitermachen, da wird noch einiges kommen. Und auch wenn ihr mich jetzt nicht mehr seht, ich wünsche euch noch ein angenehmes Osterfest. Katze, komm da weg!